Mobile Geeks Coverage of CES 2014 is powered by Asus. Hallo, wir sind immer noch bei Acer auf dem Cosmopolitan hier zur CES 2015 in Las Vegas und haben hier uns das Liquid Z410 geschnappt. Das ist das neue Einsteiger-Smartphone des taiwanischen Herstellers. Jetzt mit LTE, also für 129 Euro auf jeden Fall ein ziemlich gutes Angebot. Ein 4,5 Zoll großes QHD-Display gibt es hier, ist ein IPS-Panel. Die Blickwinkel gehen soweit in Ordnung. Die Helligkeit ist auch völlig in Ordnung. Auflösung 960 x 540 Pixel, also wie gesagt QHD-Niveau. Hier auf der Front täuscht so ein bisschen. Nur unten, das ist ein Lautsprecher. Oben ist nur ein Grill vorhanden. Das sieht zwar so aus, ist aber eben kein zweiter Lautsprecher. Ist ein bisschen schade. Ansonsten gibt es hier unten die üblichen kapazitiven Touch-Tasten. Also keine Onscreen-Buttons. Es läuft Android 4.4. Im Augenblick wird allerdings dann demnächst, wenn es dann verfügbar sein soll, auch noch auf Android 5.0 aktualisiert. Da werden dann allerdings wahrscheinlich noch die paar Anpassungen von Acer vorgenommen. Und wie man sieht, läuft das Ganze auch auf dem MediaTek-Chip, der hier verbaut ist, ziemlich flüssig. Konkret MediaTek heißt, hier ist der MT6732M verbaut. 4 ARM Cortex A53 Kerne müssten das sein mit 1,3 GHz in dem Fall kombiniert mit 1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB Flash-Speicher. Die Rückseite lässt sich praktischerweise abnehmen, das mache ich mal kurz. Dann können wir hier nämlich einen Blick reinwerfen, wenn sie dann abkommt. Und dann haben wir hier einen 2000 mAh Akku, außerdem hier die, das ist jetzt noch eine Single-SIM-Version. Es gibt hier also, nee, hier gibt es einen Micro-SD-Slot und da eben den einen SIM-Karten-Slot. Normalerweise wäre hier neben noch ein zweiter SIM-Karten-Slot verbaut. Hier oben gibt es eine 5-Megapixel-Kamera, darunter dieser Acer-Button, der sich frei belegen lässt und dementsprechend dann zum Schnellstarten von Funktionen oder auch zum Auslösen der Kamera benutzt werden kann. Ein LED-Blitz gibt es außerdem dazu und wie gesagt den austauschbaren Akku mit 2000 mAh. Auf der Front eine 1,2-Megapixel-Kamera hier oben am Rand, ist also insofern auch noch ganz gut ausgestattet. 129 Euro die ganze Sache und soll dann ebenfalls im Januar noch auch in Europa starten und dürfte dann auch bald bei uns in Deutschland verfügbar sein. Ich war Roland von Mobile Geeks auf der CES 2015 bei Acer und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann abonniert den Kanal, besucht uns auf der Website mobilegeeks.de und folgt uns natürlich auch auf Twitter, Facebook und Google+. Bis dann!